Wir werden am 21. August unsere Uraufführung für unser neues Album UFO auf Kampnagel haben. Und dann kam von uns halt einfach die spontane Überlegung, uns künstlerisch so ein bisschen zu befreien oder irgendwie was zu probieren, weil wir glauben, dass das neue Album Potenzial hat, mit verschiedensten Klangfarben umzugehen. Das wird eine Orchesteraufführung werden. Es werden sich mit uns 16 Musiker auf der Bühne befinden. Wir planen da ganz viele wundervolle Sachen und es geht nicht darum, jemanden anzugucken, es geht vielmehr darum, etwas anzugucken. Klangqualitäten verschiedenster Art möchte man jungen Menschen, Menschen, die in unserer Umgebung sind, möchte man dazu bewegen, auszubrechen, auszureißen, andere Welten zu erobern. Und da geht der Improvisationsteil los. Dieser Improvisationsteil ist sozusagen in zwei Teile strukturiert, und zwar zuerst in einen gespielten Improvisationsteil und dann in den Sprechimprovisationsteil. Also dieses Stück trägt sich in dem, dass es sozusagen, es soll so, so wirken, als wenn es ein Backgroundstück zu zum Beispiel in einem Film ist oder so. Also wir sind sozusagen, man muss sich das bildlich so vorstellen, wir sind eine blöde Band in so einem Pub und da ist gerade eine Szene mit irgendeinem Rocker und irgendeiner Mieze und die sabbeln und wir spielen im Hintergrund ganz smooth diesen Track und dann fangen wir irgendwann an zu singen und das Gefühl ist so, also live ist es dann so, dass wir das dann mit Filmszenen unterlegt haben. Der alte Mann und das Meer fängt dann an und... Da glaube ich weniger um dieses Happening an sich, genau. Dass da irgendwie gefeiert wird mit dem großen Orchester und das ganz toll und ganz offensichtlich ist, was da irgendwie fusioniert, irgendwie so klassische Musik und Indie-Rock. Es geht uns halt nicht unbedingt darum, das alles monströs zu machen, es geht vielmehr darum zu sagen, ey, wir machen das jetzt, obwohl wir gar nicht genau wissen, ob wir das können. Darum geht es immer, sich mit Sachen zu konfrontieren und einfach zu probieren, denn das ist eine Glückseligkeit, die wir empfinden wollen, weil sonst möchten wir gar keine Musik machen. Zähl vor, schaff ich's. Okay. 1, 2, 3, 4. Am 20. August um 22 Uhr hier auf Kampnagel unser neues Album UFO vorstellen und das Ganze wird exklusiverweise mit Orchester stattfinden. Das Ganze wird 12 Euro kosten und ist mit Shuttlebussen leicht zu erreichen. Sichert euch eine Karte oder kommt hierher, schaut euch das Festival an. Ist eine gute Sache.